Filo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der App Store für Heide. Mit dabei haben wir den Paul, den Suko und den Uwe. Hallo. 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 Wo bist du denn so spontan auf die Seite gesprungen, Uwe? Ich hab dich ganz spontan auf mich also fahren sehen und was? Dachte, ne? Ich würde doch nie mein Leben. Nein. Ich weiß ja nicht. Nein. Meine, ihr seid fleißig am Abfahren. Haben wir noch Zeit für eine neue Mission? Theoretisch ja, weil dein Traktor ist gerade mit Tiefenlockern beschäftigt. Ja, habe ich mir sagen lassen. Wir haben jetzt noch einen CP-Fahrer angestellt für den Häckslerfahrer. Der Paul und ich fahren jetzt ab und der Tensuko befüllt die BGA. Du darfst auch gern Tensuko ablösen, dann kann er ansehen gehen. Wo müssen wir denn ansehen? Mit dem Knicklenker Feld 30. Mit dem Russen. Mit dem Russen. Mit dem wo ist denn Feld 30? Das, was ihr letzte Woche abgeerntet habt? Das genau nebenan. Ach, da! Da fährt doch aber. Das ist Johnny rum, ja. Das ist ja mein Johnny rum. Ja, Tensuko, wie du möchtest. Sonst schnapp ich mir auch dein Russen. Such dir den Knicklenker aus. Wo steht er denn? An der BR. Hier um die Ecke. Ja, weiter. Nee, ja, noch ein weiter noch um die Stück. Ecke. Ja, noch ein Stück. Noch ein weiter um die Ecke. Genau, und jetzt links. Da! Stand der aber vorhin, gestern, letztes Mal nicht. Ja, wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet heute. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Nein, bist du nicht, absolut, alles gut. Paul, muss ich nach hinten kommen oder kommst du nach vorne? Ich glaube, ich kriege alles drauf. Ehrlich? Seemaschine? Du könntest vielleicht schon mal den Düngersteuer kaufen. Okay. Seemaschine steht hinten. Steht hinten, stimmt. Ja. Da habe ich sie sogar abgestellt, ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, wo der Häcklerfahrer hinfahren will, aber ich fahre ihm jetzt einfach mal hinterher. Ja, mach schon. Ach so, will er fahren, okay. Oh, es wird dunkel hier. Ja, ja. Du sagst, wenn die BGA wieder voll ist, ne? Ja, eine Show geht noch. ja. Was wollen wir denn drauf haben? Boah, das geht auch. Entweder sagen wir, wir hauen Mais durch, oder wir sagen, wir sind, spontan und machen Zuckerrüben. Spontan. Dann bräuchten wir halt noch ein Erntegerät beim nächsten Mal. Das ist alles Gork. Ja, ich muss mal gucken, haben wir noch. Big Packs haben wir nicht im Hof stehen bisher. Doch. Ne? Kalk sehe ich hier, aber ich bräuchte ein bisschen Saatgut. Achso, nee, das haben wir nicht. Saatgut haben wir doch in dem Container drin. Jo. Aber der LKW ist nicht da, um den Container irgendwie zu. Weißt du? Ja, warte, ich komme jetzt dann. Dauert einen Moment, Uwe, der kommt gleich. Ja, also, hast du gar nichts mehr drin? Naja, ich habe 117 Liter. Ich kann schon mal hinfahren. Alles gut. Ich bring dir dann gleich was vorbei. Ja. Also Mais oder Zuckerrüben? Kann ich Zuckerrüben hier? Zuckerrüben ja, geht, müsste ja. Gehen. Ich hätte auch Bock. Die geben halt richtig Geld. Also wir haben doch bestimmt schon einiges an Gärreste drin. Ich hätte tatsächlich Bock auf ein Fass. Haben wir da einen coolen Mod drin? Da gibt's echt coole Mod-Hub. Ja, aber da gibt's auch schöne Originale, muss ich auch sagen. Ja, aber wir haben ja ein Manual-System drauf. Also. Eigentlich, sag oder? Sag doch einfach Bescheid, wenn du in den Shop gehen möchtest, dann warte ich nicht hinter dir. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber ich dachte, du fährst, plötzlich bleibst du wieder stehen. Ja, ich hab genau mich gemerkt, wie du den Shop geöffnet hast. Haben wir zufällig diese platzierbaren Silo-Füllmengen-Anzeigeschilder zum Platzieren drauf? Nee, ne? Glaube ich nicht, weil nein. Da bin ich ein bisschen allergisch gegen. Ja, die Silo-Displays, die haben uns schon so einige Male geärgert. Also die haben echt? Uns schon richtig geärgert. Weil bei mir habe ich die im Safe gegen neben die BGA gestellt, um zu zeigen, wie viel Gärreste ich habe. Ich glaube, wenn du ein Fass hast, dann geht das auch, aber ohne Fass ist es halt schwierig. Wir haben die auf der Holzer mal mit drin gehabt, das war nicht wirklich lustig. Nee. Wir hatten die doch auch schon damals auf der Hof Bergmann. Auch, da waren ja, die auch noch das mal ist alt. Richtig, ja. ja, ich weiß nicht, Paul. Was ist denn ein vernünftiges Fass bei dir? Ich weiß es ja nicht. Weil das ist jetzt. Da haben Frage, wir einen schönen Mod drin. Ob sich das schon lohnt. Ob wir so viel haben, dass man sagt, okay, Fass, damit können wir ein bisschen was düngen. Nicht, dass wir ein halbes Feld machen und dann war's das wieder. Mach mal einen Kompromiss draus, okay? Ich gebe jetzt 3000 Euro für ein gemietetes aus. Ja. Und teste mal, okay? Sehr gut. Will einer kurz nach dem Häcksler schauen? Ich glaube, der fährt jetzt nämlich so ungefähr 5 Meter lange Bahnen hin und her. Nee, ist gut. Kannst du lassen. Also, ja. Soll ich eben selber? Warte. Das wäre vielleicht nicht schlecht, diesen kleinen Streifen hier. Zuckerrüben oder Mais, Männer? Mach mal Zuckerrüben. Bäh.
Ist irgendwie lustiger. Hoppala, ich hab dich gerade gestellt. Ich hab Kartoffel gesagt. Kartoffel können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich guck grad nochmal. Nein, alles gut. Also Zuckerrüben. Johnny ist fertig. Ich mach die nicht runter vom Feld. Ja, alles gut. Zuckerrüben geht einfacher als Kartoffeln. Ehrlich? Ach. Ja, natürlich, da gibt's schönere Ernte. Oh, das wird wieder teuer werden. Oh ja. Aber es gibt auch viel Geld. Ja, gut. Na, Uwe, läuft ja, ne? Ja, man muss dran denken, das Rad einzuklappen, ne? Ja, muss man. Ja. Läuft richtig. Ja, vorher meckert, ne? Der Kurs ist ja richtig gut geworden. Der fährt so richtig schön 5 Meter Bahn, ne? Ja, wenn wir heute noch nicht fertig geworden sind. Jetzt beklagt er doch nicht immer über meine Kurse, das finde ich schon ein bisschen frech. Boah. Hat keiner gesagt, dass dein Kurs so scheiße ist. Ich hab den gemacht. Das ja. Ist ja keiner. Eben. Wir haben uns nur amüsiert über den Kurs. Ja, ihr mir ja auch. So, der Johnny hat übrigens das Ende des Triggers erreicht und steht hier. Das ist ein guter. Ja. Sehr gut. Ja. Ihr muss nebenbei immer so ein bisschen luschern auf meinem rechten Bildschirm, aber geht. Bin für euch da. Was? Ja. Läuft gerade noch Arma 3 oder? Nein, FSL. Ja, auch schon. FSL läuft. Ja, ich weiß. Wer spielt denn schon wieder? Ja, die Jungs sind im Finale heute. Ich dachte schon eben. Oh, das wird aber hart knapp. Bei was denn? Ah, das geht. Starten wir ein bisschen. Nimmst doch was im Häcksler mit. Also, wenn Tensuko sagt, ah, geht schon. Da hinten ist, glaube ich, noch ein kleiner Fleck, oder? Ja, da. Was? So. Jawohl. Das ist ja ganz genau aufgegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel runterkommt. Theoretisch müssten wir die Ecken nochmal abklappern. Wow. Ja. Aber so genau sind wir dann auch wieder. Da kommt der Monk wieder raus, weißt du? Ja. Übrigens, dieses One-Schneidwerk jetzt, glaube ich, ein Mod, der ist klappbar. Müssten wir uns vielleicht auch mal anschauen, früher oder später. Brauchen wir dieses blöde Wägelchen nicht. Uwe, du kannst jetzt den Seher im Prinzip auch auf CP laufen lassen und deinen Johnny wieder nehmen, ne, wenn du willst. Ja, aber was mache ich denn da mit dem Johnny? Entweder kannst du mit abfahren, weil ich bin alleine. Hä, du hattest doch eben noch Werner. Ja, der geht ja jetzt skillen. Ich wurde ja zweckentfremdet. Zweckentfremdet? Moment, also ich hab. Ich hab da was anderes in Erinnerung. Das war eine eigene mächtige Entscheidung. Naja. Eine gewollte. Also man muss ja sagen, es wurde ja Düngersteuer angesprochen. Was geheißen? Hol dir mal Düngersteuer. Radlader, sollte der da so rumstehen oder. Okay, ich glaube, der steht so rum. Den habe ich so abgestellt. Ich bräuchte jetzt mal Saatgut. Ja, ich bin gerade am Silo angekommen, ich komme gleich. Lass die CP-Fahrer einfach mal ein bisschen stehen, die haben doch, das ist ja kein Problem. Katala fährt mit CP, was? Uwe fährt selber. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich fahre ich selber. Achso, nee, okay. Aber ich kann den jetzt hier auch schnell mit CP machen. Oh, alles gut. Ja, dann fahre ich mit ab, das ist ja kein Problem. Ja, okay. Welches Feld wollen wir als nächstes hexen? Alle Wiesen, die wir haben. Kannst mal durchgucken. Dann im Prinzip können wir Richtung Shop fahren und die, was war das, 68, glaube ich, Mann. Die 4 können wir, glaube ich, auch mitnehmen. Ich fahre mal zu 68. Mach das. Paul, wenn du den aufgeladen hast, schickst du den Fahrer gleich auf Kurs? Kann ich machen. Okay. Auf Kurs? Auf Expedition, auf okay. Mission, so rum. Jungs, ich hab vorher angesprochen, wenn wir Kontakt zu dem Modder hätten, würden wir was ansprechen. Was war das nochmal genau? Einmal bei der BGA, das Silo, das Zeug glitscht halt unter die Silos und ist schwer rauszuholen aus dem Förderband. Das wäre ganz geil. Woher kommt das? Das wird wahrscheinlich eine Betonplatte sein, die auf dem eigentlichen Boden drauf sitzt, ohne Kollision oder eine Haltekollision oder sowas. Naja, und es wäre ganz cool, wenn der Trigger vom BGA-Trichter dann auch so groß wird wie der Trichter selber und nicht kleiner. Ist er kleiner oder was? Ja, das fliegt immer wieder dran vorbei. Okay, das heißt, die Betonplatte unten, der Trigger, der Zurücksetzpunkt vom Händler oder generell Zurücksetzpunkt ist falsch, glaube ich. Wir landen in der Wiese oder so. Ne? Wir landen irgendwo in der Walachei, ja. Was ist noch aufgefallen? Ja. Das mit dem Ballen, aber das ist ja schon bekannt. Ja, genau. Agrar. Ach so, ja, genau. Gut. Oh, da steht der tief locker. Das war der Moment, wo der Modder das Video zugemacht hat. Juckt mich nicht, was ihr wollt. Gott, du bist aber breit.
Wer ist breit? Tensuku. Ja, ja. Fährt breit über die Straßen. Fährst du mit dem Ding vorne dran über die Straße? Ja, natürlich. So, Straße breit genug für einen. Tensuku ist mehr der praktische Mensch. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, hat Giants das irgendwie gemacht, dass man die normalen Schneidwerkswagen, dass die jetzt auch so andocken, wie die Class-Teile? Ich denke, seit dem Class-DLC geht das für allen Wegen. Weil mir ist das nämlich neulich aufgefallen. Ich habe gedacht, so, oh, jetzt musst du nur mal einen Schneidwerkswagen nehmen und das hat sich irgendwie korrigiert. Also, ja, ich würde es nicht beschwören, aber ich denke, dass es seit dem Class-DLC einheitlich geworden ist. Ja, ne? Ja. Das ist ziemlich cool tatsächlich. Wobei das nach dem Spiel wieder laden, also Safe-Game laden, nicht mehr so ist, wie mir aufgefallen ist. Okay. Ah, erstmal ja. Noch ein Hate hinterher. Just loben, dann Hate. Wir wollen ja nicht loben hier, ne? Ist ja Quatsch. Und die Vier ist nebenan, dann nehmen wir die mit. Bitte? Ich dachte, die Vier ist nebenan, dann nehmen wir die erst mit zum Häckseln. Achso. Wobei, können wir die Häckseln? Doch, können wir bestimmt. Die ist auf jeden Fall erntereif, von daher sollte es gehen, ja. Und ja, wir häckseln schon wieder das Zeug mit Stroh weg. Letztes Mal gab es ja richtig böse Kommentare. Was? Ihr häckselt Raps? Also, wir haben jetzt, meine Damen und Herren, 316.000 Liter Gärreste drin. Ach du Scheiße. Das ist, oh, das läuft. Glauben. Da kann man auch mal ein Fass kaufen, was? Ja. Aber wir haben auch schon eine Menge reingeschmissen. Darf das man nicht stimmt, vergessen. Ne? Aber diese ganzen Ballen von der einen Mission, die haben... Die das ist natürlich auch rentiert. Ja, genau. 100.000 Liter Kartoffeln. Wohin soll ich denn düngen fahren jetzt? Alles. Warum habe ich eigentlich 30, gefragt? Feld 30 muss man dann düngen. Das kann man wahrscheinlich direkt nicht mehr machen, weil der erst vom Säen her gedüngt wird. Ja, du kannst aber auf der 59 direkt gegenüber anfangen. Die Wiese kann man düngen, die wir gerade abgeerntet haben. Moment. Ist es nicht so, dass man Tiere... Gärreste sind kein tierisches Produkt, ne? Weil es wurde unterschieden zwischen tierischen Dünger und normalen Dünger. Es kann aber sein, dass es nicht einzeln gehandelt wird. Ich weiß, was du meinst. Ich versuch mal. Probier mal, ob es schon die zweite gibt. Geradeaus geht es nicht mehr weiter. Wollte ich so anmerken. Ich wollte jetzt hier um die Ecke. Der Russ ist ja noch gar nicht fertig. Natürlich nicht. Oh Mann. Der hat ja gerade erst angefangen. Okay. Boah, das sieht aber auch sexy aus, ne? Dein Aufbau da. Hab ich auch gesagt, ja. Die haben mich irgendwie verliebt. Nicht in Paul, aber in den LKW. Wow. Ja, auch mit dahinter, ne? Schön, ja, schön mit dem fetten Ladewagen ist schon geil. Werner wollte meinen LKW klauen. Nein. Ja, wir haben ja die aufgestellte Regel direkt in Folge, ich glaube, 3 wieder gekippt. Ja. So, guck mal, ob das so klappt hier. Brauchst du jedes Mal deinen VCA-Kurs neu, oder? Ich? Wieso sind die Ecken so lang? Achso. Nee, dein Suko. Ich hab gar keinen VCA-Kurs drin. Achso. Weil du immer erst so ewig stehen bleibst, bevor du um die Ecke fährst. Ja, weil der Lenkeinschlag so lange braucht. Achso. Adaptive Lenkung vielleicht an? Nee, das nicht. Aber ich glaube, die Lenkgeschwindigkeit ist nicht. Oh, das ist eine Ecke, die ist noch nicht reif. Scheißegal, durchfahren. Ich glaube, die wird auch nicht mehr anders, so wie das aussieht hier von dem Eck. Okay. Es ist aber trotzdem... LOL! Okay. Wir nehmen alles weg. Das ist ein Fehler. Ich sag dir, Uwe, die sind halt richtig wild, der Paul und der Tensuku. Ich merke das schon, ich halte schon immer mehr Abstand, ich habe Angst. Oh Scheiße, da vorne kommt Zaun. Nee, ich fahr lieber doch. So eine Bahn... Naja, geht. Der Stein ist nicht das Problem. Was, eine Bahn, ein Fass, oder was? Nein, eine Bahn, so ein Viertelfass. Geht aber. Willst du vielleicht zuerst die Wiese machen? Ich bin ja an der Wiese. Achso, Entschuldigung. Ja, wobei, aber die Wiese ist auch relativ lang, ne? Die Wiese, ja, wenn du jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Aber das geht dann schon. Ich mag das Stück stehen lassen. Gülle ausbringen ist eine der liebsten Arbeiten, die ich mache im LS19. Kann sich für falsch machen. Viel zu wenig. Das stimmt. Man nimmt immer nur den Düngerstreuer, ne, Paul? Seit ich auf meinem Safe 4 Millionen Liter Gärreste habe, nehme ich auch einen Güllegruber. Ja, moin. Tja. Kann man die Fässer eigentlich auch statt einem Gruber einen Tiefenlockerer dranhängen? Das wäre mal interessant. Ich glaube, die Aufhängung ist nicht die gleiche. Theoretisch schon.
Theoretisch ist es ein normaler 3-Punkt. Ja, könnte man mal testen. Das wäre natürlich richtig geil dann. Aber nicht mal heute, sondern vielleicht beim nächsten Mal. Für heute sind wir nämlich erstmal fertig. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.